Was ist das Ziel, Captain? Wir haben richtig viel bewirkt, Sir. Die Operation Dunkle Mine soll knapp außerhalb des Merkurs stattfinden, Sir. SDF-Träger Cerberus hat zur Aufstockung beim Asteroidenfeld des Miranda-Monds angedockt. Die Ladung ist ein Luftschiff-Prototyp im Hangar. Starten wir eine Infiltration, übernehmen den Prototypen und halten ihn aus dem Kampf. Schalldämpfer EBR ist bereit, Captain. Glauben Sie mir, ohne kommen Sie nicht an das Schiff ran. Seid vorsichtig da draußen. Sie sind in Reichweite der Cerberus am Rande des Asteroidenfeldes. Ich bin bereit zur Evakuierung, sobald Sie den Prototypen haben. Bestätigt. Raider, wie übernehmen wir die Kontrolle über das Ding? Wir deaktivieren den Träger mit EMPs vor dem Hintern. Verstanden. Legen wir los. 1-1-1-2, der Finger geht zu Vorsicht beim Asteroidenviertel. 1-2. 1-1. Scars sind bereit. Roger, anzählen. Bravo. Wir sind 030 relativ zu Ihrer Position auf der anderen Seite des Gürtels. Scanner frei. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Die Augen offen halten. Schön langsam. Verstanden. Mir nach. Feindliche Transporter voraus. Deckung nutzen und in Bewegung bleiben. Position halten. Mal sehen, was die vorhaben. Ich sehe zwei Speer. Verstanden. Lass den Transporter passieren. Such dir einen aus. Ich nehme den anderen. Dann los. Feinde nähern sich von links. In Deckung. Ist weg. Weiter. Sichern. Da ist Suchlicht. Unten bleiben. Weiter geht's. Schiff. Da arbeitet ein Wartungsteam an den Triebwerken.
Triebwerke mit unseren EMPs aus. Verstanden. Platziere EMP. Wie ist der Status, Cash? Platziere jetzt, Sir. 1-2 bereit, Raider. Verstanden. Alle Teams zurückbleiben. Zünde! Noch 3 oder weniger, bis Sie die Energie wiederherstellen. Retribution, hier spricht der Captain. Die Cerberus ist außer Dienst. Roger. Auf dem Weg zu Ihrem Sektor. Haben Sie Sichtkontakt für Retribution? Verstanden. Haben Skelter im Einsatzgebiet. SCAR-2 zur Unterdrückung in die Luft bringen. Verstanden. Starte fort sofort, Sir. Da oben sind Patrouillen. Feindkontakt, 12 Uhr. Die kommen aus dem Kontrollturm. Vom Bug vorrücken! Wir haben hier in ein Nest gestochen, Reyes. Wir müssen sicher zum Hangar! Auf die Barriere! Verstanden. Gator, ich gehe rein. Senden Sie Vögel zur Evakuierung des Trupps runter. Roger, schicke sie sofort los. An alle Stationen. 1-1, rück zum Ziel vor. Verstanden. Pass auf dich auf da unten. An alle Stationen! Bingo mit dem Prototypen! Wir haben hier draußen einen Luftkampf! Bin auf dem Weg! Raider hat das Ziel verlassen und ist auf dem Weg zur Basis. Gefahr auf... Wir haben wohl Staffelanführer hier draußen. Bestätigt! Schießen wir sie ab! Ethan, hier ist der Captain. Hörst du mich? Überwache die Aktivität der Waffe. Einer ist weniger. Ziel, Backbord! Feind erledigt. Er schlägt Haken. Staffelanführer abgeschossen. Guter Abschuss. Die Energie der Cerberus ist...
Verstanden. An alles Gas. Die Luftabwehr Cerberus ist aktiv. Wachsam bleiben. Gefahr, 3 Uhr. Vielen Dank für die Warnung, Raider. Gefahr, 2 Uhr. Mit. Die Cerberus hat wieder volle Energie. Wie laden die Raider? Alles Gas zur Basis zurückkehren. Gator, Angriff auf Cerberus nach eigenem Ermessen. Raider, Reyes. Komme schnell rein. 20 Sekunden, bis die Waffen der Cerberus aktiv sind. Sie versuchen, die Raider zu erfassen. Brücke, springen, sofort! Sprung in 3, 2, 1! Wetten, die dachten, sie wären da draußen sicher? Versteckt in diesem Felsgürtel? Außer Gefecht, Sir. Ausgezeichnet. Gut, dass Sie und der Lieutenant so gute Piloten sind. Einen Raven durch die Asteroiden zu bringen, wäre knifflig gewesen. Die Lage. Das ist Vesta 3, eine Minenkolonie, die uns alle nötigen Rohstoffe zum Wiederaufbau der Flotte liefert. Die Lieferung heute ist noch im Hafen. Gegen 1800 brach der Kontakt zu Vesta ab. Die Wiederherstellung war bisher nicht möglich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Mechanisch. Bots bewachen die Einrichtung. Wir sollen herausfinden, was passiert ist und es dem Admiral melden. Sonderaufklärung. Er gibt uns erstmal was Leichtes. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Vesta 3 ist nicht, wo er sein sollte. Orbitaler Pfad weicht vom natürlichen Kurs ab. Hier ist eine Strahlungsspur. Wo führt sie hin? Richtung Sonne, Ma'am. Wie nah? Knapp außerhalb der Operationsgrenze, Captain. Hält die Ausrüstung das aus? Wenn die Höhlenbruchreparaturen halten, kriege ich's hin. Versuchen wir's, Captain. Ihr habt's gehört. Springen wir. Alle Mann, Sprungstation. Kollisionsalarm aktiv. Antrieb in Ordnung. Schiff ist bereit. Alles klar. Und los, Gator. Sprung in 3, 2, 1. Status? Hüllenstabilität niedrig. Sie wird halten. Strahlung nimmt zu. Auf Kurs bleiben. Jetzt kommt der Sprung. Eintritt in 3, 2, 1. UV-Filter! Polarisiert das Glas! Roger! Fehlertoleranz 0,01. Guter Sprung!
Wo ist der Asteroid-Gator? Wir hatten einen Abfangkurs gesetzt. Vesta 3 müsste da sein. Bestätigt. Vesta 3 direkt beim Bug. Geschwindigkeit anpassen. Wir folgen ihm. Spitze geflogen, Gator. Gute Arbeit von allen. Rhodes, Omar soll das Team auf dem Flugdeck versammeln. Gator, Raven bereit machen. Sie haben die Brücke. Salt, du kommst mit mir. Klar doch. Wie fühlst du dich, Raider? Was sind die offiziellen Zahlen, Salt? Welche? Der Olympus-Angriff. Wie viele sind gestorben? 16. Du hast Mac gehört. Es ist nicht leicht. Wann die Arbeit hält. Machen wir einen Spaziergang. Captain, Mac ist vorhin mal hier vorbeigekommen. Sie arbeitet an einem Geschenk für Sie beide. Ich habe Ihre Rüstung gleich hier drüben, Sir. Vorsicht. ATAT, automatische Anvisierdrohne, viertes Modell. Feuert auf, was Sie feuern. Mac ist in Ihrem Element. Danke, Chief. Auf Vesta gibt es nur enge Winkel und raues Gelände. Auf der Oberfläche sind Schrotflinten und leichte MGs ideal. Ich habe ein paar von Max 9 ATATs, um die Lücke zu schließen. Zusätzlicher Schutz ist immer gut. Arbeiterbots helfen beim Asteroidenabbau, könnte nützlich sein. Aktiviert. Segment beendet.
richtig, Sir. Legen wir los, Raider.